a servant. Often used as a derogatory term, but what does it mean when we are the servants of the Ahlul Bayt, peace be upon them? Join me as I explore in search of the servants of Imam al-Husayn alayhi salam through the towns and cities of Europe, searching for an answer to my question as to why we serve the Ahlul Bayt. Salam alaikum, auf Deutsch, Friede sei mit euch. Mein Name ist Rashid Hassoun, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus dem Libanon, aber wohne in Deutschland. Ich bin hier geboren, in Düsseldorf. Und zurzeit studiere ich auf der Heinrich-Heine-Universität hier in Düsseldorf. Mein Studiengang ist Volkswirtschaftslehre. Und irgendwann, ja, das war es jetzt zu mir. Irgendwann haben wir uns gedacht, ich und meine Freunde, dass wir eine Gemeinschaft hier in Düsseldorf aufmachen, weil es leider Gottes keine Hassaniye, keine schiitische Gemeinschaft hier in Düsseldorf gibt. Und wir halt immer, wenn wir zum Beispiel Arabisch lernen wollten oder unsere religiösen Taten ausüben wollten, wie zum Beispiel an Muharram, Imam Hussein a.s. gedenken, müssen wir immer sehr weit fahren. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen halt hier eine Hassaniye auf. Und wir haben sie halt Hassaniye Narjis genannt, weil wir halt die Mutter von Imam Mahdi, Ajl Haraj Sharif, gedenken wollten. Und ja, und die Gemeinschaft, der Ort ist halt hier in Düsseldorf immer halt sehr teuer. Deshalb müssten wir immer jeden Monat ungefähr 360 Euro bezahlen. Und wir dachten uns, anstelle, dass wir das Geld, unser Geld halt irgendwo verschwenden, irgendwas damit, Sünden damit machen, dachten wir uns, wir geben das Geld hier für die Hassaniye aus, für was Gutes, für die Ahlul Bayt, damit unsere Taten halt gut angenommen werden. Abgesehen von der Gemeinde hier in Hassaniye machen wir auch draußen in der offenen Gesellschaft Aufklärungen, damit wir der Gesellschaft zeigen, dass wir halt gegen Radikalismus sind. Wir haben auch einen Gruppennamen namens 12 Humorize und viele sind für uns und unterstützen uns. Und irgendwann ist halt der Vermieter unserer Hassaniye aufmerksam geworden und er meinte zu uns, dass er es sehr gefallen hat und er es sehr schön findet. Deshalb hat er zu Weihnachten uns diese Hassaniye geschenkt sozusagen. Da müssten wir halt keine Miete mehr zahlen. Und wir waren natürlich sehr glücklich, dass wir halt auch das Geld für die Miete halt auch für andere Zwecke dann benutzen konnten. Zum Beispiel für Teppiche, für Dekoration und wir konnten auch etwas Geld auch an eine Organisation spenden, zum Beispiel Al-Ain, konnten wir ein paar Waisenkinder unterstützen. Unsere Taten hier in der Hassaniye ist, wir machen halt jeden Dienstag, wir versuchen jeden Dienstag, jeden Donnerstag Dua Kumail, Dua Tawassul zu machen. Wir haben eine Veranstaltung am Samstag. Wir versuchen, die Ahlul Bayt-Information den Leuten weiterzubringen.
Außerdem machen wir die Vorträge auf Deutsch, weil leider sehr viele Leute halt nicht Deutsch verstehen, nicht Arabisch verstehen. Und wir es halt sehr wichtig finden, dass halt unsere Jugendlichen auch mal auf Deutsch unsere Ahlul Bayt kennenlernt. Weil es gibt halt viele Schucher, die halt nur Arabisch sprechen. Deshalb versuchen wir halt unseren Geschwistern halt das auf Deutsch zu vermitteln. Weitere unserer Veranstaltungen sind, wir haben eine arabische Schule geöffnet für unsere kleinen Geschwister, damit die halt auch Arabisch lernen und halt auch irgendwann selber Koran lesen können, Dua lesen können. Außerdem gibt es auch für Frauen eine Veranstaltung. Wir versuchen, jeden Geburtstag und jeden Todestag unserer Imame, unserer Propheten zu gedenken und versuchen, die halt auch hier in dieser Hassanie zu veranstalten. Was sehr wichtig bei uns ist, ist, dass wir versuchen, unabhängig zu sein. Das heißt, wir haben sehr viele Mitglieder, die sehr verschiedene Gelehrten folgen. Das heißt, wir haben keine bestimmte Richtung. Und ich als Vorsitzender empfehle euch Jugendlichen auch mal selber das in die Hand zu nehmen und nicht zu warten, bis jemand euch was sagt, selber aktiv zu werden. Mal vielleicht selber eine Aktion draußen, ein Aufklärungsvideo zu machen, die Leute aufzuklären, und selbstständig zu sein. Also wir haben auf der einen Seite gesprochen, welche Erfolge wir haben in unserer Arbeit auf der Straße, aber auch hier in unserer Hussainiyah Nerjes. Aber wenn man die Erfolge nennt, muss man auch die Misserfolge bzw. die Kritik gegenüber uns auch erwähnen. Und zwar haben wir eigentlich in unserer Arbeit, den Kern unserer Arbeit, darin gesehen, dass wir Radikalismus bekämpfen in der deutschen Gesellschaft. Wir haben gesehen, ISIS, Daesh verbreitet sich im Osten, im Nahen Osten, in Syrien und Irak. Und wir haben damals schon als erste Gruppe, muslimische Gruppe gesehen, der Terror kommt schon nach Europa und wir sehen die Salafisten auf den Straßen, die agieren. Und dann dachten wir, das ist unsere Chance als Schiite, dass wir das friedliche Gedankengut auch präsentieren der deutschen Gesellschaft und sagen, liebe Leute, nicht komplett, der komplette Islam hat mit dem Terror was zu tun. Wir haben in der islamischen Geschichte Terrorakte, aber wir haben einen entführten Islam. Dieser Islam ist der Islam des Friedens, den wollen wir euch zeigen. Und das war die erste Aktion von uns, die wir auf der Straße gebracht haben. Die Probleme da, beziehungsweise die Kritik kam nicht von den Salafisten, beziehungsweise Wahhabiten, sondern kam von den eigenen Reihen. Das heißt, wir haben Kritik von Muslimen bekommen. Wie konntet ihr auf die Straße gehen ohne die Erlaubnis der Dachverbände, beziehungsweise der Vorgesetzten? Wie könnt ihr einfach so handeln? Und also das waren wirklich Meinungen von einigen Geschwistern, muslimischen Geschwistern. Wie konntet ihr gegen einige oder eigene Brüder demonstrieren auf der Straße und solche drastische Szenen zeigen? Das war am Anfang bei uns zu sehen, dass wir die Kritik eher von den eigenen Reihen bekommen haben. Danach auch Morddrohungen von den Salafisten Wahhabiten, darauf waren wir aber vorbereitet. Das heißt, das war für uns irgendwie keine Überraschung und auch kein Schock. Abgesehen von den Muslimen hatten wir sehr viel Erfolg, sehr viel Zustimmung, sehr viel Lob aus der deutschen Gesellschaft erlebt. Die Medien haben über uns berichtet, international. Denn das war damals sehr neu, die Art und Weise, wie man gegen den Terror protestiert hat. Wir haben gesehen, dass sowas gefehlt hat in der Gesellschaft. Es gab eine Lücke, dass die Muslime, sage ich mal, mit ihrer Stimme erheben. Und dann kamen wir. Damals war auch das Ereignis von Spica in Irak sehr aktuell und Sheikh Nimr wurde verhaftet, 2014 Oktober. Und dann dachten wir, okay, wir gehen auf die Straße. Lass uns einfach an Ashura diese Spiritualität mitnehmen und auf die Straße einfach gehen und unsere Wut, sage ich mal, zeigen. Ja, und die Zustimmung kam auch. Leider Gottes, nach einigen Monaten haben wir gesehen, dass der Terror in Paris, Charlie Hebdo, ankam und ja, viele Opfer gefallen sind. Die Gesellschaft war schockiert, dass sowas überhaupt neu war. Ein Anschlag, ISIS-Anschlag in Europa, kannte man noch nicht. Und deshalb war unsere Aufgabe umso wichtiger. Die Medien haben uns in der Pflicht, also
wir haben uns in der Pflicht gesehen, bezogen auf die Medien, auf die Gesellschaft, auf unsere Mitmenschen, dass wir weiter handeln, dass wir weiter agieren, unser Gedankengut präsentieren. Haben wir auch so gemacht und das ist auch so weitergegangen, aber leider mit unserem Erfolg wuchs auch die Kritik. Es ist immer so, dass man halt in der islamischen Gesellschaft sieht, dass die Religion nicht aus einem von innen, aus einem Herzen stammt bzw. sprießt nach außen, sondern eher von außen eingenommen wird. Das sind immer externe Faktoren, externe Quellen. Wir sehen hier zum Beispiel Dachverbände, die aus dem Ausland finanziert werden. Sie sind politisch beeinflusst aus dem Ausland und sie können sich leider Gottes nicht bewegen, frei bewegen, ohne dass sie eine Zustimmung oder Erlaubnis holen. Wir als Jugendliche wollten das gar nicht. Wir wollten frei sein. Die Dachverbände, wenn wir sie kontaktieren, sagen, okay, wir unterstützen euch, aber gehört zu uns. Das wollten wir nicht. Wir wollten nah zu der Straße sein, um unsere Aktionen authentisch wie möglich zu gestalten. Und das kam auch gut an. Das war auch menschlich bei vielen Mitmenschen. Die haben gesehen, wir sprechen aus der Seele, wir sprechen ohne irgendwie etwas Vorgeschriebenes zu haben beziehungsweise irgendwelche Agenda zu verfolgen, sondern das, was wir sagen, ist etwas, was wir auch wirklich in uns verinnerlicht haben. Also das ist unsere Überzeugung. Das war bisher unsere Arbeit. Wir haben sie ausgeweitet. Wir haben versucht, die Christen zu erreichen, also die Dachverbände der Christen, auch die Juden. Wir haben versucht, in der Gesellschaft uns einzumischen. Mit 12 Memorize haben wir zum Beispiel als erste islamische Gruppe oder muslimische Gruppe auch mit dem rechten Lager, das heißt mit den Nazis uns hingesetzt und mit ihnen Konsens gesucht, das heißt Gemeinsamkeiten. Wir wollten ihnen sagen, liebe Leute, wir können Gemeinsamkeiten bilden gegen den Terror, das ist unser gemeinsamer Feind. Und danach können wir immer noch diskutieren, okay, welchen Islam wollt ihr haben, welche Kritik gegenüber dem Islam habt ihr. Aber lasst erstmal diesen einen Feind besiegen, der ist sehr gut finanziert, der ist sehr gut strukturiert und diszipliniert. Man sieht zum Beispiel das Bliss-Projekt. Ich habe gehört, in den ersten Jahren 20 Millionen Koran-Exemplare hat man verteilt. Und das auch ohne Gegenleistung. Das heißt, man hat es gratis, umsonst verteilt. Und wenn wir annehmen, eine leichte Berechnung, ein Koran-Exemplar kostet 1 Euro, dann sind es 20 Millionen Euros. Und das Geld muss irgendwo herkommen. Die sind gut finanziert, muss man ehrlich sagen. Wir haben uns eigentlich den heftigsten Feind ausgesucht, den man überhaupt sich aussuchen kann. Aber wir hatten als Rückenwind Ahlul Bayt, alayhum salam. Wir haben die Spiritualität von Ashura mitgenommen. Als Jugendlicher immer diesen Mut, diese Euphorie von den Majalis mitgenommen, auf die Straße gegangen und das gezeigt. Und das hat funktioniert bisher. Das hat sehr gut funktioniert und wir haben gesehen, dass zum Beispiel Erfolge eingeboost wurden, wie zum Beispiel die König Fahd Akademie in einer Stadt hier in der Nähe, Bonn, wurde geschlossen. Mehrere Vorbilder der Salafisten wurden inhaftiert. Das Lies-Projekt wurde zum Beispiel verboten. Es ist ein Projekt, salafistisches Projekt hier in Deutschland, wurde per Gesetz verboten. Wir sehen es, man kommt voran. Es ist langsam, die Gesellschaft leider Gottes spaltet sich noch, aber man kommt voran. Wir erhoffen uns, dass mehrere solche Stimmen zur Erscheinung kommen, dass wir eine Hand werden, dass wir auch, wir erhoffen uns, dass wir halt eine Stimme werden, wir Schiiten, dass wir auch mit den Geschwistern, muslimischen Geschwistern, gegen den Terror eine Einheit bilden, nicht in anderen Angelegenheiten. Ich denke, wir haben gesehen, im Christentum gibt es sowas wie zum Beispiel Orthodox, sowas wie Katholiken, sowas wie Protestanten und so weiter und so fort. Sie haben sich darauf geeinigt, dass sie eine Gesellschaft bilden, dass sie die Unterschiede gegenseitig respektieren. Und ich denke, wir können das auch schaffen, dass wir diese Unterschiede respektieren und eine Gemeinsamkeit in diesem Kampf gegen den Terror bilden können. Das ist alles, was wir eigentlich uns erhoffen. Wir hoffen, dass auch die Dachverbände sich ein bisschen mehr einschalten. Die haben mehr Mittel, gegen den Terror zu handeln als wir. Wir Jugendliche können das geben, was wir halt besitzen. Sie haben mehr Besitz, sie können eigentlich viel mehr geben. Und ich denke, die Gesellschaft öffnet sich dann mehr zu uns, wenn wir uns selber denen öffnen.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana khadimkum Ahmed al-Yaqubi, umri 21 sana. Taban rahab bikader qanat al-Imam al-Husayn al-Fada'iyya. Tsharrafna bihum fi Husayniyat al-Narjis alayhi salam fi madinat Düsseldorf al-Almaniyya. تأسست هذه الحسينية حسينية النرجس عليها السلام على أيادي الشباب الخيرين الحسينيين بسببين. سبب الأول أنه الشباب في دوسلدورف وضواحي دوسلدورف ما شافوا مركز أو حسينية أو موكب شيعي في دوسلدورف للأسف، بسبب أنه غلاء المكان في دوسلدورف، البنايات والعمارات في دوسلدورف. سبب الثاني الهجوم الوهابي على الشيعة، فيتخوفون أنه يفتحون مراكز الظاهر. فالله يجازيهم الخير، الشباب شاركنا وياهم بتأسيس وافتتاح الحسينية مدينة دوسلدورف، وأسسوها شباب طلاب جامعة أكثرياتهم، وشباب يعني كانوا يروحون مدن بعيدة على مود يحضرون دعاء، على مود يحضرون مجلس، فمحرومين من هاي الأجواء بمدينتهم، فسعوا على هذا المكان ولقوه واستأجروا هذا المكان وفتحوه ببركة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. القضية الثانية واللي هي القضية الأهم أنه أجار هذا المكان، يعني هو أجار 360 يورو. هي الحسينية حقيقة مكتب عمل في بناية مكاتب، مساحتها 30 متر مربع، بس المساحة ما تلعب دور. يعني للأسف احنا نشوف مراكز ومساجد يدفعون عليها ملايين اليوروات بس نشاطها قليل جدا. الحمد لله الشباب سعوا على النشاط في الحسينية بحيث انه ما صارت تتأثر المساحة الحسينية، لان نشاطاتهم كانت كبيرة جدا. ومثل ما ذكرت انه الأجار كان 360 يورو شهريا، ومن هاي فلوسهم الشخصية الشباب كانوا وزعوها عليهم ودفعناها الحمد لله، واستمرت أشهر لحد عيد الكريسماس، عيد المسيح، عيد المسيح، المجتمع المسيحي، المؤجر ألماني مسيحي، الرجل تابع شغلنا من الوسائل الإعلامية ومن الإنترنت ومن الفيسبوك وعجبته هذا الشغل، لأن احنا همنا مو مثل كثير من الجمعيات دائما نلتقي بين الحيطان، بين أربع حيطان، ونأدي مجالسنا وأعمالنا وشعائرنا. لا، إحنا نطلع بالشارع بالمجتمع ونوضح للألمان شنو هو الإسلام الحقيقي، إسلام المحمدي، إسلام الحسيني. والمؤجر الله يحفظه طبعا تابعنا من الفيسبوك ووسائل الإعلام لحد ما إجى عيد المسيح وقال أنه أنا والله أريد أقدم هاي الحسينية هدية لكم، ما أحتاج منكم أجار. والله يجازي الخير، يعني هذا الفعل والله إسلامي للأسف ما قاعد نشوفه من أخواننا المسلمين، ورجل مسيحي ألماني ما له علاقة بالإسلام انعجب بهذا العمل. وللأسف احنا قاعد نشوف هجومات من المسلمين من الوهابية وغيرهم اتجاه الشيعة. افتتاح هذه الحسينية هو أمر من أهل البيت عليهم السلام، يروى عن أهل البيت عليهم السلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، افرحوا لفرحنا واحزنوا لحزننا. وهاي الأحاديث تبين أنه هذا أمر، هاي وصية من أهل البيت اتجاهنا، وإحنا من واجبنا أنه نفتح هذه البيوت، بيوت صاحب الزمان الحسينيات، حتى نستقبل كل الشباب. الشاب بدل ما يطلع يوم الجمعة يوم السبت يسار برا بالملاهي ومع الأصدقاء السوق، حبينا أنه يكون عنده ارتباط بالحسين، يكون عنده ارتباط بصاحب الزمان. يعني احنا نشوف الحمد لله أسسنا مدرسة عربية إسلامية بالحسينية، يوجد أيضا مجالس نسائية خاصة بالنساء، جلسات قرآنية مجالسهم الخاصة بهم، ملتقى شبابي كل يوم سبت الشباب كلهم يجون للحسينية ويقضون وقتهم بالحسينية، محاضرات وأدعية وقراءة قرآن، وعندنا دعاء توسل ودعاء كمل الحمد لله كل أسبوع ملتزمين به الشباب. فهاي إحنا نسعى عليها حتى يكون ربط بين الشباب وبين الأطفال اللي تربوا وترعرعوا بالشوارع الألمانية،
بالمجتمع الألماني، بدل ما يكون صديقه ألماني صديقه صديق سوء شارب الخمر مثلا والعياذ بالله ياخذ مخدرات أو أي شيء ثاني، يكون ارتباطه بالحسين بهاي الحسينية. وكثير من الشباب يقولون أنه إحنا والله أجمل مكان نرتاح به نفسيا وجسديا هي الحسينية، يعني هو هذا أمر من أهل البيت، وإحنا نسعى يعني بين للشباب أنه الحسينية مو بس تعال اسمع محاضرة وروح، إحنا بالحسينية خاصة بهاي الحسينية لأن متكونة من أكثرياتهم شباب، هم طبعا فلان مثلا عنده مشكلة ويا المجتمع الألماني، عنده مشكلة مع عائلته، فلان مثلا عنده مشكلة بالدراسة نساعده بالدراسة، يعني نقدر نقول أنه إحنا عائلة واحدة صرنا بهاي الحسينية، ونستقبل طبعا كثير من الناس مثل المسيح أو من المذاهب الإسلامية الأخرى، ونوضح لهم عن عقيدتنا، متمسكين إحنا بعد عقيدتنا بإمام زماننا، يكون الربط دائما بإمام زماننا صاحب الزمان سلام الله عليه. والشباب متشوقين دائما نشوفهم للمجالس، مثلا يحسبون يوم يوم للمجلس يمتى يجي، يحسبون يوم يوم أيام عاشوراء، يحسبون يوم يوم أيام الفاطمية، يحسبون أنه هي صارت ونستهم وراحتهم هي المجالس، وهو هذا هدفنا كان، وهذا ما أنا أمر من أهل البيت عليهم السلام. أنا شخصيا أشجع نفسي أولا وأشجع الشباب أنه دائما يجون للحسينية، لأن لما يجون للحسينية أحس عقيدتهم تصير لينة، عقيدتهم خارج الحسينيات خارج أجواء الحسينية تكون عقيدة جامدة، يعني لا يعرف معرفة أهل البيت، لا يعرف معرفة صلاته شنو، ليش هو مسلم شيعي، ليش يصلي، ليش يصوم، ليش لازم يحضر مجالس، ليش يلطم، ليش يفرح الفرح أهل البيت، ليش يحزن أحزان أهل البيت. فلما يجون للحسينية ونتناول كثير من المواضيع، نتناول كثير من المواضيع، الشباب يرتاحون، يصير عندهم معرفة بحياتهم بدينهم بمجتمعهم أكثر، يعرفون شلون يرتبطون مثلا ويا أصدقاء مثلا ملحدين، يعني احنا ما نمنعهم مثلا يدقون او يصادقون شباب من غير الاسلام مثلا المسيح او اليهود او الملحد، احنا نسعى على هذا الشيء، نسعى على الوحدة الاجتماعية، انا شاب يكون اجتماعي. ولذلك عندنا احنا كثير من الفعاليات في الشارع الألماني نبين الاسلام الحقيقي، نبين عقيدتنا شنو هي، ونستقبل آراءهم كلهم، لأن للأسف المذهب الوهابي طغى على الإسلام وشوهت صورة الإسلام، شوهت صورة مذهب أهل البيت عليهم السلام. فبهاي مجالسنا اللي احنا مو فقط نحييها داخل الحسينية بل خارج الحسينية أيضا، نوضح للمجتمع، لأن كثير من الشباب انولدوا في هاي البلاد وتربوا بهاي البلاد، بس لازم يظلون متمسكين بعقيدتهم بإمام زمانهم، ما يتنازلون عنها أمام المجتمع. فأنا من هذا المكان من حسينية النرجس أشجع والله الكبار والصغار أنه اسعوا على المجتمع الألماني، كون منفتح على المجتمع الألماني، وضح عقيدتك شنو، لأن راح تشوف أنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجانا بدين سليم، ما إجانا بدين حتى نشرد الناس والعالم، حتى الناس والعالم تكرهنا، إجانا بدين حتى الناس تحبنا، حتى إحنا من نحب الناس ونحترم الناس ونلتقي بهم. أيضا نسعى إحنا على المجالس لأهل البيت عليهم السلام، أفراح أهل البيت، أحزان أهل البيت، على الشعائر الحسينية، أنه الشاب دائما يكون مرتبط بالشعائر الحسينية، أنه يحب الشعائر الحسينية، أنه يتشوق للشعائر الحسينية، للمجالس الحسينية. وهاي المجالس يعني إحنا من تراثنا الله يرحم الماضين تعلمناها، شلون نحيي مجالسنا، شلون نحزن على أهل البيت عليهم السلام. والحمد لله طبعا أنا كشاب مثلا كأحمد اليعقوبي تربيت بكثير من المجالس، الله يحفظهم، خدمة موكب شيات علي،
او موكب عابس اللي اعطونا فرصه علمونا شلون نحيي المجالس، شلون نقيم المجالس، علمونا اهميه المجالس شنو هي من خلال اهل البيت. والحمد لله يعني احنا سعينا على تذهيب العقول اللي جامده بها العقيده الحسينيه. مثلا عندنا كثير من الاخوان هنا بالحسينيه يعطون محاضرات باللغه الالمانيه مراكز ومجالس اخرى. موكب شيات علي انا شخصيا اعطي مجالس ايضا مواكب اخرى كموكب عابس مثلا. تحياتي لهم طبعا. وهذا الشيء حبينا نعلنا ونوسعه على الشباب حتى هم كلهم يكونوا مرتبطين بالمجالس. لان جنه وجود الشاب في اوروبا هي فعلا المجالس، مو طلعات وسهرات ويا اصدقائه. الشباب ترتاح نشوفه لما يجون للمجالس، حضرون بالمجالس، تعطيه وظيفه. انا وانت عليك السواد، انت عليك الطبخ، انت عليك النظافه، وتشوفهم متشوقين للمجالس مع انه لا يستلمون رواتب، بس قاعد يفهمون، قاعد يحبون العقيده الشعائر الحسينيه. يعني انا اذكر مثل كثير من الاهالي يجون يقولون والله احنا اطفالنا ما يريدون ينامون بالليل، نقول لهم ترى اذا ما تنامون من وقت باكر ما تروح للمجلس. حتى الطفل على هاي التربيه تربى بحيث قام يحب المجالس، قام يحترم اهله من اجل المجالس. المجالس هي ربتنا وهي جنه، هي يعني الجنه في اوروبا، في ارضنا حاليا. هي المجالس هي اللي تقربنا الامام زمانه، هي المجالس هي تقربنا لعقيدتنا، اللي هي المجالس اللي هي تلقى بها راحتك انت. لما تنزل دموعك، لما تلطم صدرك، يعني تقيم بالشعائر الحسينيه، تطلع من المجلس ترتاح. بعد يوم يومين ترجع تتشوق للمجالس. والحمد لله والشكر احنا قاعد نربي اجيالنا واطفالنا وشبابنا على هذه التربيه الحسينيه. We conclude now from the town of Düsseldorf in Germany. Here in this city, in this capital city of the area, we see that there are many followers of the Ahlul Bayt, but there are no centers apart from this one. And here in this center, the youth have upholded the message of the Ahlul Bayt and have revived the rituals through majalis, through remembrance of the Ahlul Bayt, and through showing the community, the outer community, of who the Ahlul Bayt are and how they differ from those who kill people in the name of ISIS and the name of other people who claim to represent Islam. So we thank the community here and we ask Allah to bless them with a greater chance to serve the Ahlul Bayt.